Wir sind in Nebida und uns ist gerade ein richtiges Malheur passiert. Ich habe etwas nicht gesehen, und zwar sind wir auf dem Parkplatz gefahren und ich habe diese Schwelle hier nicht gesehen. Und wir sind da schräg rüber gefahren und das ist echt immer tödlich für Karlsson, weil nämlich jetzt ein Schrank aufgegangen ist, hat richtig krass gescheppert hinten, als wenn alles zusammen kracht und fliegt und kaputt geht. Und es ist einiges kaputt gegangen. Ein Teller, eine Tasse, die Knoblauchdose ist kaputt gegangen. Ein Haaröl von Jana ist kaputt gegangen. Und ziemlich ärgerlich auf jeden Fall. Aber es ist, wie es ist. Jetzt machen wir uns auf den Weg und gucken uns die verlassenen Minen von Nebida an. She's just a small town girl raised in the south. Heart full of dreams with no one to see what she's all about. She's not the one to run around and she gives. Moin moin, da sind wir wieder und wieder eine neue Woche mit uns. Ja, und mittlerweile befinden wir uns an der Südwestküste von Sardinien. Und zwar in dem Bergarbeiterdorf Nebida sind wir heute. Und hier wollen wir uns die ganz alten Blei- und Zinkminen heute anschauen. Die befinden sich hier hinter dem Berg und diese alten Minen sind teilweise verfallen. Es steht nur noch die alte Waschanlage und ein paar Bürogebäude. Alles andere ist halt schon weg. Und es gehört tatsächlich zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und da gehen wir jetzt mal hin. He's just a city boy looking for a dream. Had a heartbreak that knocked him off his feet. Found that love is never true when it's for free. Sacrificing hope is its currency. Eddie knows the hearts grow cold the longer he goes, but you can't let go, but you gotta let go to the sound and the note of I love you. So take somebody's hand and hold it tight. Kiss them on the mouth all through the night. Hearts were never meant to be alone. They're always at their best when someone's close. No one sees the best things that you did. Everyone's a stuck up in their head. But every heart remembers a love's first kiss. A soul that cared enough just to forgive. If we could take a look at what's inside, see what really makes us come alive. I know we'd be surprised by what we find, keeping up an image to survive. But when you hear the sound of a softened heart, open up the door into your heart. Join it in the sound of letting go, a simple song that everyone knows. Da müssen wir jetzt komplett wieder hochlaufen. Ich denke mal, ein paar Pausen müssen wir einlegen. Mir zittern die Beine jetzt schon vom Runtersteigen immer noch. Also. Mal schauen. Ja, morgen Muskelkater. Da glaubt man dran. Das ist unser Workout. Wollen wir morgen früh laufen gehen? Das wird ein Spaß.
Die erste Pause. Oh. Ich glaube, das sind 50 Stufen, die wir jetzt gemacht haben. Oh, mein Herz. Ja, 50. Sagen, das sind circa 300 Stufen hier. Geschätzt. Ich laufe nochmal runter und zähle. Ja, naja, genau. Nein, nein. Das mache ich jetzt nicht. Ja, wenn wir so Pause machen, geht das auch. Ja, mit Pause ist alles gut. Wenn man jetzt so durchsteppt in einem Rutsch, das ist echt schon... Ne, da rast die Pumpe. Ja komm, eben vor uns ist eine hochschwangere Frau da hochgelaufen. Stimmt, sie hat es auch geschafft. Respekt, wenn sie es geschafft hat, dann schaffen wir es ja wohl auch, oder? Ja, klar schaffen wir das. Aber Pause ist auch gut, weil hier die Aussicht nämlich richtig toll ist. Richtig schön. Den Zuckerhut. Ich zeig's gerne nochmal, weil es einfach... Also die Küste hier ist wirklich schön. Es ist die Küste um Iglesias. Wir sind wieder im Auto und jetzt fahre ich mal ganz vorsichtig mit dem Hubbel rüber. Ah. Das ist echt krass, dass ich das nicht gesehen habe. So, auf geht's jetzt zum Stellplatz. Wir sind am heutigen Stellplatz angekommen, nach einer sehr holprigen und steinigen Fahrt durch so einen Feldweg. Sind wir hier gelandet, ist einfach nur so ein riesiger Parkplatz, aber direkt am Strand. Sehr, sehr schön. Und den Sonnenuntergang haben wir leider knapp verpasst. Sonne schon weg. Jetzt geht's ab in Karlsson und dann sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen! Wir waren jetzt lange genug in dieser Gegend hier und sind gefühlt immer am Zuckerhutfelsen. Von überall aus kann man den hier sehen. Und fahren jetzt direkt weiter, noch weiter in den Süden rein. Und zwar... Ja, jetzt haben wir fast Iglesias vergessen. Und zwar waren wir vor Nebida noch in Iglesias, haben uns die Stadt der Regenschirme angeschaut. Und das seht ihr jetzt.
Wir haben uns jetzt spontan entschieden, hier in diesem Restaurant zu essen, weil wir dann vorbeigelaufen sind und es ganz nett aussah. Und sitzen hier unter den Regenschirmen. Ach, wir haben Hunger. Und wir haben Hunger und wir warten jetzt auf unser Essen. Und fahren jetzt direkt weiter, noch weiter in den Süden rein, und zwar zu der Insel, die da unten ist. Und da sehen wir uns gleich. Und da sind wir schon, und zwar sind wir auf der Insel im Südwesten Sardiniens. Die Insel heißt genauso wie die größte Stadt, die hier ist, und zwar Sant'Antioco. Ob es so ausgesprochen wird, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wir haben uns hier ein kleines Fleckchen gesucht, mitten am Strand. Es ist richtig schön hier. Jana macht uns gerade was zu essen. Ich baue gleich mal unseren Tisch und die Stühle auf. Dann wird was gegessen und dann müssen wir mal gucken, was der Tag noch so bringt. Aber auf jeden Fall haben wir eine sehr schöne Aussicht auf das Festland von Sardinien. Und der Strand ist auch richtig schön eigentlich. Der ist ganz klein, hier ist nicht viel los. Wir haben unsere Ruhe. Also auf jeden Fall zufrieden. Und wie schaut's aus? Weißt du nicht? Was gibt's denn heute? Reis. Reis. Heute gibt's bei uns Plov. Das habe ich schon mal gemacht in einem Video. Falls ihr also Lust habt, das nachzukochen, das Video verlinke ich euch auf jeden Fall mal, da oben irgendwo. Und jetzt aber hat Jana es gemacht und das ist natürlich dann wesentlich besser, als wenn ich es mache. Sun and it shines as it opens. Where your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Where your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Where your bones are the earth and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Where your bones are the earth and they sing with the mountains. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look
outside yourself when you let all of the world inside. Is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Yeah, your mind is a space that creates your horizon. Well, your mind is a space that creates your horizon. Say, why would you look outside yourself when you all of the world inside? Why would you look outside yourself when you all of the world inside? Was für ein schöner Morgen. Ah, herrlich hier. Richtig schönes Fleckchen. Und wir waren gerade eben ein bisschen laufen, haben uns ein bisschen bewegt. Und jetzt suchen wir uns ein bisschen Schatten und starten unser allererstes gemeinsames Workout. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Hier vorne in dem Schatten? Okay. Ist ja nicht so weit weg von Karlsson. Shine a light through a prism full spectrum. Pull the curtains back, you in my dimension. Lay back and just forget the fiction. So, wir sind fertig. Das war ein Anfängerkurs. Und oh Mann, ey. Aber gut. Jetzt geht's ab ins Wasser. Ich habe gerade mal Frühstück vorbereitet und zwar gibt es heute bei uns Joghurt mit Obst. Bei mir noch ein bisschen Müsli rein, weil ich mag es gerne crunchy und vielleicht noch ein bisschen Schokolade. Ja, und Jana ist gerade noch am Strand, hat sich da hingelegt, so ein bisschen am Ausruhen. Ah, sie steht gerade auf, sie kommt gleich. Und dann baue ich mal kurz Tisch und Stühle auf, damit wir gleich schön was essen können. Es ist mittlerweile richtig dunkel geworden. Wir haben den Abend in Karlsruhe verbracht. Ich habe ein bisschen gearbeitet, am Video geschnippelt, an diesem Video hier. Und ratzfatz war das dunkel. Und ja, jetzt schlafen wir gleich eine Runde. Morgen früh geht es dann weiter. Und ich versuche morgen früh mal früh aufzustehen und hier ein paar schöne Aufnahmen hinzubekommen mit der Drohne. Denn das fehlt hier noch von diesem Stellplatz. Bin gespannt, ob das funktioniert, ob es morgen auch das Wetter zulässt. Also, dann sehen wir uns hoffentlich morgen mit ein schönen paar Drohnenaufnahmen. Gute Nacht!
Wie ihr gerade gesehen habt, kommt da so einiges auf uns zu. Eine Gewitterfront. Und deswegen haben wir jetzt alles zusammengepackt und fahren mal weiter. Ja, nach ganzen 3 Tagen. Mittlerweile, wir haben uns hier nämlich richtig niedergelassen an dem kleinen Strand und dem kleinen Stellplatz hier. Es hat uns richtig gut gefallen. Es war super ruhig, total schön. Wir konnten hier uns ja richtig ein bisschen erholen und jeden Morgen ins Wasser hüpfen. Wir haben Sport gemacht, wir haben lecker gegessen, wir haben gearbeitet. Und ja, dann kann es jetzt auch mal langsam wieder weitergehen. Wohin wissen wir noch nicht so genau, oder? Ja, auf jeden Fall Richtung Hauptstadt. Das ist ja dann ganz im Süden unten. Jetzt sind wir ja im Südwesten. Also die Richtung auf jeden Fall. Auf jeden Fall Richtung Osten. Also jetzt verlassen wir so langsam die Westküste und begeben uns in Richtung Osten. Und dann geht es irgendwann die Ostküste wieder hoch. Okay, jetzt aber erstmal von hier aus weiter. Guten Morgen. Wir sind gestern Abend hier gelandet. Wir sind dem Gewitter davongefahren und sind aber allerdings an unserem eigentlichen Platz, wo wir stehen wollten, vorbeigefahren und sind irgendwie hier gelandet. Aber hier ist irgendwie auch total schön. Und jetzt haben wir gerade gefrühstückt und machen uns auf den Weg, fahren wieder zurück zu dem Platz, wo wir eigentlich gestern hin wollten, weil der soll nämlich richtig schön sein. Und bin mal gespannt, was da los ist. Wir packen jetzt erstmal alles zusammen und dann geht's los. Dann sehen wir uns an dem Platz wieder, wo wir gestern hin wollten. Ja. Wir waren jetzt am Strand von Porto Pino. Eigentlich hatten wir geplant, da gestern Abend schon hinzufahren, aber irgendwie haben wir uns ein bisschen verfahren und haben den irgendwie total überfahren. Genau. Deswegen sind wir heute nochmal zurückgefahren, weil es soll nämlich sehr schön sein hier. Und das ist nämlich hier der weiße Dünenstrand. Nur leider haben wir jetzt heute gemerkt, dass der Dünenstrand noch ein bisschen weiter hinten liegt, also circa 3 Kilometer oder so. Und nicht mit Auto erreichbar. Genau, deswegen sind wir jetzt doch nicht ganz da hingelaufen, weil
eigentlich hatten wir halt eben nicht geplant, zu lang am Strand zu bleiben, weil ja wir die letzten Tage schon so viel am Strand waren. Und außerdem ist unser Sonnenschirm auch noch, hat sich noch verabschiedet. Und so ein ganzer Strandtag ohne Schirm ist doch ein bisschen viel in der Sonne. Deswegen sind wir jetzt nur kurz ins Wasser gesprungen, haben uns ein bisschen gesonnt und gehen jetzt wieder zurück zu Carlsson. Und was machen wir jetzt noch? Ich habe Lust auf einen Kaffee. So, mein Kaffee ist schon fast alle, aber egal. So, wir sind jetzt in Porto Pino angekommen, in dem Dorf, und sitzen hier in einem Café. Flo hat sich einen Kaffee bestellt. Mir war das ein bisschen zu heiß in der Mittagshitze. Aber ja, hier werden wir noch ein bisschen bleiben, den Schatten genießen und die Atmosphäre. Und dann fahren wir noch ein Stück weiter runter. Und zwar Richtung Hauptstadt, denn heute ist Freitag. Wir müssen am Sonntag in der Hauptstadt sein, weil wir am Sonntag nämlich Besuch bekommen. Also das nächste Video, nächsten Sonntag, wird auf jeden Fall spannend. Und wer es sein wird, werdet ihr auch dann sehen. Genau. So, und hier, genau hier in dem Café, beenden wir dieses Video. Hat wie immer riesigen Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, teilen, abonnieren, weitersagen nicht vergessen. Das hilft und unterstützt uns auf jeden Fall und freut uns auch. Schreibt gerne in die Kommentare, folgt uns auch gerne bei Instagram und dann bis sehen wir uns nächste Woche. Ciao.